Rafim schaut sich mal um, ob er das Leck irgendwie findet. Es gibt mehrere Lecks, die wohl gestopft werden können. Du siehst so schwierige Tücher. Die ein oder andere Matrose ist halt auch gerade hier drunten. Du kannst so fünf, sechs Leute sehen, die wohl panisch versuchen, die Sachen zu stopfen, irgendwelche Sachen gegenhämmern. Und plötzlich kannst du neben dir sehen, wie Lido Kork dort steht. Hier, ein Eimer! Und er hält einen gewaltigen Eimer hin. Du guckst kurz in den Eimer rein und siehst, dass er keinen Boden hat. Fang an zu schippen. Ja, du fängst an zu schippen und siehst, wie das Wasser im Inneren des Eimers verschwindet. Oh, dann lege ich richtig los. Ja, er wird schwerer und schwerer. Also das Wasser verschwindet wohl nicht, aber du kannst unendlich viel Wasser schöpfen. Aber mit deiner Körperkraft gelingt es dir dann eben unglaublich viel Wasser in dieses kleine Gefäß zu schöpfen. Und dann eben mit diesem Eimer dann ans Oberdeck wieder zu rennen, zu hechten. Du siehst dann wohl auch, wie nach und nach Isarun dann in deine Richtung kommt und dir dann auch wohl beihilft, nachdem sie dann zwei, drei andere Rostratten vernichtet hat. Und so verstreicht die Zeit. Der Beschuss wird weniger. Die Rotzen, die eingestellt werden, der Rotzbeschuss, der eingestellt wird, während dann auch Fusakel wohl den ein oder anderen Zyklopen, den Harpunal abgeschossen hat, Skorpione, was eben ihr selbst an Bord habt, also eure eigenen Rausrotzer sind natürlich auch beschäftigt, die Zedraken und die Talukken, die euch zu verfolgen, gedenken dann im Nebel zu bekämpfen. Und so fahrt ihr und versucht das Schiff irgendwie am Laufen zu halten. 3 Stunden später. Der Nebel ist vergangen und ihr befindet euch irgendwo auf offener See. Die Verfolgung der Schiffe wurde wohl abgebrochen und so liegt ihr als, ja, Wrack ist es nicht, aber ein deutlich beschädigter Seeadler liegt irgendwo auf offener See, kein Land zu sehen, und ihr habt euch etwas erholt nach eurem ersten Schrecken. Ihr könnt euch wieder sammeln, so wie ihr wieder zusammenkommt. Ja, das war ein bisschen knapp, würde ich sagen. Allerdings, das hatte ich mir einfacher vorgestellt. Wie siehst du denn aus, Abelmir? Ein leichter Kratzer. Nichts, was erwähnt wird wieder. Und wie steht's um das Schiff? Schwimmen wir noch? Naja, ich habe alles so gut ich konnte geflickt. Und ja, es waren nicht die üblichen Materialien da, die ich so etwas sonst hergenommen hätte. Man muss sich halt anpassen, nicht wahr? Aber wir werden schon noch irgendwie schwimmen. Der hintere Mast sieht nicht so gut aus, aber ich glaube, die anderen funktionieren noch. Oh ja, jetzt wo du es sagst, wirklich nicht so gut aus. Also das Achterdeck ist wirklich sehr schwer beschädigt worden. Einige von den Offizieren hat es auch davon gerissen. Ich habe irgendwann mal gehört, dass ein Magier gefallen wäre. Jemand tot? Aber mir, bei dir alles gut? Das war vermutlich ich, eine Rotze. Ach, schlug fast direkt neben mir ein. Naja, ich habe es überlebt. Wieder einmal. Na, da bin ich aber froh. Ich dachte schon. Ich muss Leadmon noch danken. Oh, einer hat mich auch erwischt. Die tun echt weh. Ja, mich auch. Ich bin fast einen halben Meter zurückgeflogen. Aber ich hab sie noch dabei. In dir? Nein, nein, Rafim würde eine Rotzenkugel aus seiner Tasche holen. Siehst du? Als Andenken. Schön. Ja, fand ich auch. Nicht. Wo ist er überhaupt, der Erhabene? Er wird doch nicht in diesem ganzen Chaos hier rumgelaufen sein. Er war bei Zulamin, das weiß ich noch. Ich glaube, er kümmert sich unten um die Roja. Ich hatte ihm gesagt, er soll sich bei Lido verstecken, aber natürlich. Stattdessen hat er geholfen. Wahrscheinlich haben wir es ihm zu verdanken, dass Abel mir noch unter uns weilt. Ihr könnt sehen, wie Resovic Sturmtauer auf euch zugeht. Seine Nase ist wohl mehrfach gebrochen und sein Mund immer noch blutig rot. Hat wohl aber mittlerweile aufgehört und ist geronnen. Offiziersbesprechung beim Kapitän. Ihr seid eingeladen. Danke. Na dann wollen wir mal direkt gehen, oder? Oh, ja. Ich hoffe, das Schiff ist wirklich nochmal manövrierfähig. Mein Bestes gegeben, wirklich. Nun, wir sind ihnen entkommen.
So schlecht kann es dem Schiff nicht gehen, oder? Nun ja, das Unterdeck hat ziemlich einen Schaden genommen. Aber das werden wir sicher gleich hören. Ja, ich kümmere mich so lange um den Jungen. Das ist gut. Wir sind gerade nur Dämonen rumgelaufen, nicht, dass da was passiert. Ich habe ihm meinen geweihten Dolch gegeben, aber es wäre mir lieber, wenn er ihn nicht benötigen würde. Gut, dann gehen wir jetzt zu Sanin. Hm. Ja, ich würde währenddessen nach unten laufen und auf den Jungen aufpassen. Und würde jetzt einfach nach unten laufen und mich nach dem umschauen. Jalan steht immer noch mit seiner einen Hand wohl am Steuer, lenkt mit der goldenen und die andere wohl mittlerweile verbunden durch irgendeinen der, der Schiffswundheiler. Wenn ihr dann das Kapitänsbüro betretet, die Kajüte, könnt ihr wohl sehen, wie Similian Greifenfurter, der erste Schiffszimmermann, mittlerweile dort steht. Boltax, dir fällt auf, dass er wohl eine Ingrim-Robe trägt, die zwar ölig verschmiert ist und wohl einige viele Holzspäne auf sich hat. Sie ist also sehr schmuddelig, aber er trägt eine Ingrim-geweihten Robe. Sitzt da wohl ziemlich kaputt und wohl die anderen übrig gebliebenen Offiziere sind ebenso da. Sani nickt euch zu. Und euch fällt auf, dass wohl der ein oder andere fehlt. Trismagena ist da, Helena Fackelhand aber nicht und Parkold ebenso nicht. Also gut, wir haben den Kreuzmast verloren. Ist aber nichts, was wir nicht in Ilse reparieren könnten. Bis dahin werden wir es wohl aushalten, wenn wir auf keine weiteren Dämonenarchen treffen. Wir werden einen großen Kurs um Mendena herumfahren und nur euch dann mit dem Boot absetzen und dann direkt weiterfahren. Ich hoffe, es hat sich gelohnt, dass wir die Insel angefahren haben. Habt ihr etwas herausgefunden, gemeinsam mit eurem Freund? Ich denke ja. Seine Hoffnung hat sich bewahrheitet und seine Göttin hat ihm eine Vision gesandt. Ausgezeichnet. Seid ihr in der Lage, sie zu interpretieren? Ja. Er möchte weiterhin nach Ilsur. Wegen der heiligen Quellen. Ja. Wir werden uns um den Krug der heiligen Lindegard kümmern. Naja, und um Zeren. Ja, Kopf ab. Ich kann zwar nicht für ihn in Ilse garantieren, sondern nur an diesem Schiff, aber ich werde die Geweihten natürlich dann auch auf ihn aufmerksam machen, dass er dort nicht verloren geht. Wie es dann für euch weitergeht, ich kann euch gleich noch ein paar Informationen über Just und den Totengräber geben, aber naja, wir haben... Helena Fackelhand wird das überleben, allerdings hat sie ihren Namen eingebüßt. Damit schaut einmal zu Iserun. Und auch Pargold haben wir verloren. Wohl aber endgültig an Boron. Oh, das tut mir leid. Ich werde gleich einmal hinuntergehen. Hm. Vielleicht wird sich sowohl Helena als auch Trismagena darüber freuen, wenn ihr ein paar Worte mit ihr sprecht. Immerhin waren sie beide von der Schwert und Stab. Margot zwar erst später, aber hat wohl seine zweite Ausbildung dort gemacht. Ja, das ist mir bekannt. Ja, ich werde auf jeden Fall mit Ihnen sprechen. Hat 5 Jahre hier gedient. Guter Mann. Das stimmt. Ansonsten, Übersicht. 9 Tote, 27 Verletzte. Wir konnten ihnen ausweichen. Sie wussten wohl, dass wir kommen. Achso, ich weiß nicht, ob sie auf uns gewartet haben, aber... Das wäre überall anders auch passiert. Mit ihren Dämonen hätten sie uns überall auflauern können. Euch trifft also keine Schuld. Schwerer Schlag, den wir hinnehmen mussten. Aber das kriegen wir in Ilse wieder repariert. Wie sieht es denn bei den Verlusten unserer Gegner aus? Nun, die Zedaka hat zumindest ihre Segel verloren und ist damit nicht mehr in der Lage, uns zu folgen. Sie haben zwar einige Ruderer, aber... Das wird nicht reichen. Sie ist zu schwer beladen. Es waren 44 Kanonen, beziehungsweise 44 Rotzen an Bord. Die sind deutlich schwerer am Wasser gelegen. Und die Talukken, da haben wir wohl auch das Achterdeck zerschossen. Das war es vor allem Fusake zu verdanken gewesen, der dann geistesgegenwärtig reagiert hat, nachdem Rafim ihm die Dämonen abgenommen hat. Oh, das ist gut. Naja, mit unserem Bock, dem Belemann, kann man schon das ein oder andere Schiff zerstören. Glück im Unglück. Sie sind zwar in der Luftstellung an uns angefahren, aber das Wetter, also der Nebel, war dann doch am Ende auf unserer Seite. Auch wenn sie den Wind hatten. Gut. Vorherhafen.
Ich weiß nicht genau, wie es dort aktuell aussieht, aber Feuerhafen selbst ist wohl in der Hand von ein paar Söldnern. Die Bevölkerung allerdings selbst schlägt sich eher auf die Seite der Widerstandskämpfer, so viel wissen wir. Allerdings können wir nicht allzu nah ran. Das Problem ist, Feuerhafen hat zwar einen großen Leuchtturm, an den wir dann manövrieren können, aber vor allem über den neuen Baron, den Herrscher der Region Ulchudan von Quellensprung, haben sie sich als Piraten verdingt und entzünden ein zweites Leuchtfeuer, was sie allerdings weiter wesentlich an der anderen Strandseite anbringen. Und da man nie genau weiß, ob das jetzt der Leuchtturm ist oder ein zweites Feuer, wie gesagt, die Sandbänke, die uns dann locken und uns dann in falscher Sicherheit wiegen, allzu weit können wir nicht ran, ihr müsst also rudern. So oder so, tut mir leid. Effert, verfluche sie. Ja, ich glaube, das hat er sowieso schon getan. Es sind einige Söldner, ihr könnt sie umgehen, könnt mit ihnen machen, was ihr wollt. Aber vielleicht könnt ihr mit dem einen oder anderen dort sprechen. Vielleicht weiß er dann, wo dieser Just ist. Wird sicherlich irgendwo in dem Sumpf sitzen, in der Nähe von Mendena. Ein besonders einladender Gedanke, ehrlicherweise, aber ja, wenn er jetzt unser Kontaktmann ist, dann sollten wir wohl wirklich mit ihm sprechen. Weil ihr könnt ihn auch ignorieren und einfach so nach Mendena rein, aber da weiß ich wie gesagt nicht, wie es aussieht. Wenn wir kommen, dann von der Seeseite, aber nicht aktuell und nicht in letzter Zeit. Wenn ihr von Landseite kommt, nun, dann müsst ihr euch selbst durchschlagen. Die Leute die nach all dieser Zeit immer noch auf der Seite der 12 Götter stehen, die sind so viel wert. Wir sollten auf jeden Fall mit diesem toten Gräber in Kontakt treten. Und da wird er sich sicherlich freuen. Wie viel Zeit benötigen wir bis zum Aussichtspunkt? Ich würde sagen, noch gut. Wir haben jetzt, ich würde sagen, 1,5 Tage. Und dadurch, dass wir den Kreuzmast verloren haben, sind wir etwas langsamer und wir können zwar tagsüber dort vorbeifahren, aber ich würde euch lieber in der Nacht rüberlassen. Sicherer. Für uns und für die. Achso, und verliert bitte kein einziges Wort über unseren Gast. Also, selbstverständlich ist er nicht bei euch, aber der Feind darf nicht erfahren, dass Leatmon in Ilsor weilt. Natürlich nicht. Gut. Wenn ich euch sonst irgendwie unterstützen kann, wir können euch Vorräte mitgeben. Aber noch etwas, was ihr braucht. Nun, ich wüsste jetzt nicht was. Allerdings, falls ihr ein Artefakt zur Kontaktaufnahme hättet, das wäre wohl ganz nützlich. Mit mir? Mit uns? Mit der Seeadler? Mit der Seeadler. Ja, ich werde... Unseren Zedobin ist uns erhalten geblieben. Unseren Artefakt Magus werde ich darauf ansetzen und er wird euch einen Ring zur Verfügung stellen oder ein Amulett. Wir werden sicherlich noch etwas finden und Zedobin macht uns fertig. Sehr gut. Können wir euch noch unterstützen in Zeiten, in denen wir noch an Bord sind? Wenn ihr wollt, versucht das Schiff zu reparieren. Wir haben zwar noch einige Planken, aber den Großteil müssen wir in Ilsor machen. Wir sind einige Zeit dann dort vor Ort, sicherlich, vor allem wenn wir unsere Krieger abladen. Je nachdem, wie viel Zeit ihr braucht, sind wir vielleicht dort noch anzutreffen. Nun, aber Simeon wird die Reparaturen übernehmen. Gerade das Segel wird uns fehlen. Wir werden dann sicherlich den ein oder anderen Segel am Fockmast entfernen und dann ans Kreuzmast binden. Wird uns ein bisschen Zeit kosten, aber wir werden Ilso schon erreichen. Gute Arbeit da draußen. Ich hab das gesehen. Danke an euch alle. Ihr braucht uns nichts zu danken. Wir streiten für die gemeinsame Sache. Dennoch, ein Dank sollte nie selbstverständlich sein. Das sind nur gute Manieren, ja. Gut, ich weiß, was zu tun ist. Ich werde mich für den Rest der Zeit um die Mannschaft kümmern, dafür sorgen, dass alle möglichst gut wieder arbeiten können und ich werde mit den Magiern sprechen. Also gut, dann ohne Meldung. So sehen wir ja dann, mit dem muss ich noch reden.
Ja, und so wird Sanin dann mit Simedan, Greifenfurter und Resovik, Sturmtaucher, die Reparaturen des Schiffes besprechen. Und ihr könnt aus der Kajüte wieder raustreten. Steht dann wieder auf dem Oberdeck. Oder, ja, blickt euch kurz um. Rafim fehlt ja noch. Ihr wisst ja, wo Rafim hin wollte. Das wäre also die Möglichkeit, wenn ihr jetzt nicht alle mit den Bordmagiern sprechen wollt, die irgendwo vorne bei der Werkstatt versorgt werden, dann könntet ihr euch zu Rafim gesellen. Ich glaube, das würde ich machen. Ja. Ich würde mich zu Fusake begeben und gucken, ob ich ihm irgendwie, falls Geschütze kaputt gegangen sind, ihm unterstützen bei der Arbeit. Ausgezeichnet. Wir fangen erstmal an bei Iserun. Mhm. Ja, ich würde mich unten an den Ruderern vorbei in Richtung der Werkstatt, wo viele Liegen und Tragen aufgebaut worden sind. Einige, die ja blutig verschmiert sind. Die Hängematten, die da von oben nach unten runterhängen. Und das Stöhnen, was aus dem Raum herausdringt, aus der Werkstatt, wo dann eben auch einige der Bordalchemisten mittlerweile dabei sind, zu helfen, so wie sie auch können. Ein paar Leichensäcke, die herumliegen und wo dann der ein oder andere der Toten dann drinnen liegt. Ich hatte das nicht ganz verstanden. Pargold, war der schon verstorben oder liegt der im Sterben? Pargold ist gestorben, genauso wie dann auch der beziehungsweise der dritte Steuermann, Halfdan Lückmoor, der hast du ja gesehen, wieder in zwei Hälften zerfetzt worden ist. Also der hat nicht mal mehr dann einen Seesack, der ist irgendwo in der blutigen See dann verschwunden. Und Pargold ist gestorben, liegt aber wohl noch in einem der Seesäcke. In der Fackelhand liegt dann irgendwo auf der Station und wird behandelt mit ihrer Hand. Ja, also ich würde mich eigentlich nur neben den jungen Mann stellen und darauf warten, dass er fertig ist, die Leute zu behandeln. Ja, genau. Er hat natürlich dann auch die Rettungsaktion, die Heilungsaktion hat er mitgemacht und sich dann, wenn du dann an seiner Seite bist, auch sicherlich in Richtung der Werkstatt begeben. Klar, das macht natürlich Sinn, dass er dann nicht einfach in seiner Kajüte bei Lido Cork sitzt, sondern jetzt, wo sowieso irgendwie bekannt ist, dass er an Bord ist oder war, wird er dann sich wohl auch an der Werkstatt aufhalten und helfen und heilen. Ja, Rafim steht da, guckt relativ unwissend in die Runde und denkt sich, okay, Rafim, der sollte Rafim, tot sein. Rafim, du musst mir mal helfen. Hier, sein Bein ist gebrochen. Du musst es wieder, hier, einmal wieder zurückknacken, damit wir es verbinden können. Ja, aber mir hat mir gezeigt, wie das geht. Warte, du wirst beeindruckt sein. Und ich möchte es mit Anatomie wieder gerade biegen. Mit Anatomie? Ja, gerne. Ja. Siehst du? Aber mir hat gesagt... Ja, er wickelt professionellen Verband drum, schmiert noch ein bisschen Salbe drauf. Bei ihm, da kannst du auch helfen. Sein Arm ist ausgekugelt. Das musst du zurückkugeln, aber mit der richtigen Kraft. Drück mal hier. Ja, aber mir hat mir das gezeigt. Ja, ich würde dem Mann auch die Schulter wieder einkugeln. Ja, normalerweise reißt du selber nur die Wunden. Jetzt durch diese Rotzenkugeln, durch die Splitter im Holz. Du siehst wohl auch, wer der ein oder andere ein Auge verloren hat oder wie ihm dann was im Mund steckt oder so. Also viele verschiedene, sehr individuelle Verletzungen durch teilweise Eisengeschosse, die zerbrochen sind, Holzsplitter, Brandnarben, die du sehen kannst. Und es ist kein wirklich schönes Gefühl, hier zu stehen. Auf dem Schlachtfeld, das ist ehrliches Kämpfen mit dem Schwert in der Hand, mit dem Schild. Und wer da dann stirbt, der hat es selber schuld, weil er einfach zu schwach war. Aber hier, wer dann eben mit Fernkampf verletzt wird, mit irgendwelchen Rotzenkugeln, mit Brandgeschossen, das ist kein ehrliches Kämpfen. Und sie haben auf alle Fälle was Besseres verdient. Vor allem, weil es sehr ehrliche Leute sind. Matrosen, Offiziere, Unteroffiziere. Ja, ich würde mal schauen, ob ich jemanden finde, der von Dämonen getötet wurde, offensichtlich. Ja, also siehst, jemand, der im Kampf gestorben ist. Ja, du siehst wohl, wie jemand verschiedene Bissspuren hat, die wohl von Ratten erzeugt worden sind. Es ist einer der Toten und die Wunden bluten weiter. Sollte normalerweise aufhören, bist du der Meinung? Gerade wenn das Herz aufgehört hat zu schlagen, dann pumpt es nicht und dann ist Feierabend mit Blutfluss. Ja, ich würde mal meine Magiekunde befragen, ob ich entziffern kann, warum das noch so ist. Oh, schwierig.
Ja, du betrachtest ihn gerade, runzelt seine Stirn, leert man Freisorb ist gerade dabei, andere Leute zu heilen, vor allem dann eben auch mit göttlichem Segen bei den Leuten, die es noch schlechter erwischt hat. Du siehst wohl, wie für Helena Fackelhand Hans Arm irgendwie abgebrannt ist oder sehr schwarz ist, rußig ist. Und derweil kannst du sehen, wie dann Zulamin, Abelmir, Boltax, nee, Abelmir nicht, wie Zulamin, Boltax, Iserun auf dich zukommen. Ja, Spurgelzen, Spurgelzen, ich hab was für euch gefunden. Was? Was denn? Hier. Ich der gute Mann. So... Ja, der gute Mann blutet weiter. Warum? Was? Der ist doch tot. Ja, aber der blutet weiter. Ich habe schon selber überlegt, ob ich mir das magisch erklären kann. Nein. Kannst du mir mal gerade mit dieser Laterne leuchten? Ich möchte mir das mal genauer ansehen. Natürlich, natürlich. Ja, Iserun beugt sich dann über den Toten und schaut mal seine Wunden genauer an, versucht da auch mal, ja, per Geruchsprobe vielleicht herauszufinden, ob da irgendwelche alchemistischen oder dämonischen Substanzen da mit im Werke waren. Und schaut mal, was ihr Wissen über Magie hergibt. Ja, es riecht nach flüssigem Gold, es riecht nach rostigem Eisen. Du kannst es dir erklären, vor allem, weil du in Fasan auch gegen diese kleinen Ratten gekämpft hast. Aber die sind definitiv dann durch dämonische Hand gestorben. Es sind Rattenbisse und du gehst davon aus, dass die Seele dieser Person wohl auch nicht mehr zu retten ist. Die ist wohl in die Niederhöllen gezerrt worden. Oh, das ist ja fürchterlich. Da müssen wir aber aufpassen, dass wir uns nicht von diesen Viechern beißen lassen. Hä? Ja, kommt mal her, schau dir das mal an. Das ist ungut. Ja, und dadurch wurde eben auch die Essenz, und damit meine ich auch die Seelenessenz, in die siebte Sphäre gezogen. Oh. Das ist wahrhaft schrecklich. Ah, und die haben wir ja schon mal gesehen. Das sind diese Rattenviecher, ne? Genau, die Rostratten. Ja, ich bin auf zwei draufgetreten. Sehr gut. Aber da müssen wir wirklich sehr aufpassen, dass die uns nicht zu sehr zusetzen. Da müssen wir wirklich mit Guardianum oder Armatrutz arbeiten. Ja, oder mit schwarzem Fell. Also, ja, das ist jetzt keine Option für mich, aber guter Punkt. Auch Iserun, auch dir steht eine Chorweihe noch offen. Ich glaube, erstmal nicht. Ach, Chor liebt auch die Magier. Solange ihr kämpft. Ja. Ich glaube, daran wird es bei Iserun nicht scheitern. Glaube ich auch. Iserun ist wirklich prädestinierter für als ich. Ja, du bist ja auch schon ein Priester. Das kommt sich doch ins Gehege, Boltax. Genau. Aber ich dachte, Iserun, falls ihr mal mit eurem Gemahl gleichziehen wollt. Ja, vielleicht. Ich werde mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Wir sollten allerdings auch die anderen Toten danach untersuchen. Nicht, dass dieses Blut sich noch in irgendetwas wandelt oder diese Reste sich durch das Holz fressen. Ich denke, hier sollte eine Brandbestattung möglichst bald in Betracht gezogen werden. Was meinst du, Boltax? Ja, natürlich. Brandbestattung ist immer gut. Geht die Seele in der Regel direkt zu einem Rosch. Ja, dafür können wir hier nicht mehr viel tun, aber zumindest würden wir das Schiff davor schützen. Das stimmt wohl. Ja, weil kann Abelmir zu dem kleinen Fusakel hinüberlaufen, der vor dem Magazin steht und wohl gerade dabei ist, das laufende Gut wieder einzusortieren. Guckt dich an, kneift seine Augen zusammen, nickt dir dann zu. Fusakel, kann ich euch irgendwie zu Diensten sein? Wie geht es den Geschützen? So. Gibt immer was zu tun. Hier, da ist der Maispieger, fang mal an mit dem Speisen von Tauern. Ich dachte ja an die Geschütze, wie steht's um die? Ja, Geschützen geht's gut. Müssen wieder angezogen werden. Hier nochmal die Lockleine, wirf mal ins Wasser. Ja, okay. Ich werf mal dieses Seil ins Wasser, halt dabei hoffentlich ein Ende fest. Ja, will ich hoffen. Ja, er guckt dich an und nach ungefähr 30 Sekunden zieht er wieder die Augenbrauen hoch. Und? Wie viele Knoten?
Ich weiß nicht. Ich hast du die Lacken in deiner Hand? Ich zieh mal das Seil, ich guck mal das Seil an, ob da irgendwie eine Zahl drauf steht. Nee, keine Zahl, aber wenn du ziehst, kannst du sehen, wie das, ja, es ist halt eine Leine, die jetzt nass ist. Sind verschiedene Knoten dran. Ich soll die zählen. Ach so, nee, ich zähl mal diese. Das kriegt da wohl der einfachste in der Breiungstagsschule hin. Ich habe keine Ahnung. Zählen und kannst dann sehen, sieben. Sieben Knoten sind das. Sieben Knoten. Hast du es geraten? Gezählt. Guck nochmal selber drüber. Alles klar, sieben. Siebeneinhalb. Na gut. Siehst du, da ist der achte. Wir sind siebeneinhalb Knoten. Ja. Was heißt das? Dass wir dafür, dass unser Schiff schon so beschädigt ist, doch ganz gut fahren. So, was willst du jetzt mit den Geschützen? Leichte Rotze, schwere Rotze, Skorpione? Wo notwendig ist. Welches ist am schwerst beschädigt? Beschädigt, was heißt beschädigt? Reparieren, anziehen, Power wieder spleißen. Ja, genau das. Ja, dann fang an, da ist der Malzpeaker. Ja, ich nehme mal diesen Malzpeaker. Ja, du guckst an, ist es ein Dorn, der an der Wand befestigt ist? Ich schau mal auf diesen Malzpeaker. Ja, er kickt ihn mit dem Fuß, kickt er dir ein paar Seile hin. Ja. Fang an, die Tower zu splicen, Mann. Warum stehst du sonst am Malzpeaker? Ja. Wie geht das? Muss ich dann alles selber machen. Er nimmt sich ein Tau und fängt es dann an, den Malzpeaker anzuwickeln. Ja, ich würde ihm dann nachmachen, wie er es mir zeigt. Hast du nicht selber mal auf eine Dämonenarche gedient? Hast du da nicht irgendwas mit Seefahrt gemacht, Mann? Nein, ich hatte mir mit der Theorie zu beschäftigt, aber... Was hast du denn bei Greifen und alles gemacht, Mann? Nun, keine Taue gespleißt. Ihr hattet keine Taue an Bord? Nun, darum haben sich die Matrosen gekümmert. Du denkst zurück an deine erste Erfahrung mit den Tauern und wie sie sich um deine Beine gewickelt haben, wie sie dich in die Luft gerissen haben und fast erwürgt haben. Dich und Elan Gorbos. Ich würde mal dieses Tau misstrauisch beäugen, aber weitermachen. Ja, mit einer Zufriedenstellung kannst du sehen, wie dieser schwere Dorn, dieses Tau dann in zwei große Teile dann reißt. Und ja, du kannst dir die ganzen Sachen, die dir der Fusakel dann erklärt, kannst du dann nach lernen und nachdem du dann so ein bisschen Tau gespleist hast, tritt er dann gemeinsam mit dir heran an eine der schweren Ballisten. Seht ihr hier diesen haarfeinen Riss, den müssen wir beseitigen, sonst reißt das Geschütz in zwei. Ja, müssen wir ein bisschen Eisen heiß machen. Aber kriegen wir ja mit Reser weg. Das ist immer, ich sag euch, der eine will, der andere will nicht. Reserwick sagt kein Feuer an Bord, als Elf hat Gewalt. Und Simir dann sagt, kein Problem, solange die Alchemisten auch Feuer machen, kein Ding. Das kriegen wir schon hin, ich denke... So eine Scheiße! Einigt euch doch mal mit euren Göttern. Ach, das kriegen wir schon hin. Das ist nicht das erste Geschütz, das ich repariere. Kennt ihr eigentlich eine Angoschmina? Nee, sagt mir nix. Ach, eine herrliche Zwergin. Angoschgeweihte? Sie ist eine hervorragende Geschützmeisterin. Geschützmeisterin, so. Ich sollte sie um ihn kennenlernen mal. Erzähl mir mehr. Ach, nun ja, sie ist halt eine Angroscha. So sagt man doch, oder? Angroscha? Angroschna. Angroschna, verzeiht. Nun, und sie hat mir gezeigt, wie man bestimmte Geschütze verbessern kann. Und nun ja, allerlei Tricks und Finessen, auf die ich in der Theorie nie gekommen wäre. Ja, sie würde euch gefallen. Guckt ja mal nach oben. Veon, was ist denn da für eine Mischtackelung?